Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Matthias Klocker. Schönen Freitag. Wir Vorarlberger sind die glücklichsten Österreicher. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Regionalmedien Austria. Rund 86% der Vorarlberger sind nämlich mit ihrem Leben sehr oder ziemlich zufrieden. Die Burgenländer und Wiener sind dagegen eher unzufrieden. Wichtig ist den Vorarlbergern die Gesundheit, eine funktionierende Familie und eine gute Beziehung. Die ersten Skilifte laufen, die Hotels sind großteils ausgebucht. Was jetzt noch fehlt, ist der Schnee, sagt Hans-Peter Metzler, Spartenobmann für Tourismus. Naja, es wäre schon schön, wenn der Klimär da wäre, man hat Schnee machen können. Es gibt Depots, aber Skifahren ist möglich, selbstverständlich. Aber schön wäre halt, wenn alles weiß wäre und wir eine richtig schöne Schneelage hätten. Aber die kommt noch. Wenn Sie noch einen Skiurlaub planen, dann am besten sofort. Viele Hotels sind nämlich schon ausgebucht. Gestern Abend hat es in einer Wohnung in Dornbirn gebrannt. Das Gebäude musste wegen einer starken Rauchentwicklung geräumt werden. Die Feuerwehr Dornbirn konnte den Brand dann aber schnell löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Brandursache: ein Schneidbrett auf einem eingeschalteten Herd. Gratulation an Dieter Reumel aus Hörbranz. Er ist Vorarlbergs Zivildiener des Jahres. Der 20-Jährige hat sich in der Werkstatt Ecopark besonders für Menschen mit Beeinträchtigung eingesetzt. Reumiller startete Fußballtrainings mit den Mitarbeitern und studierte Tanzeinlagen für die Faschingsfeier mit den Kollegen ein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.